Die WoW Late Night präsentiert epische Questreihen. Heute der seltsame Besucher. Diese Questreihe beginnt theoretisch schon viel früher im Spiel. Sobald ihr nämlich der nie verschickte Brief bekommt und diese Quest erledigt und dann ins Verlies reist, um Basil Fred zu töten, bekommt ihr von Aufseher Thelwosser die Quest Der seltsame Besucher als Teil dieser langen Questreihe. Thelwosser erzählt euch, dass Basil Fred öfter Besuch bekommen hatte. Es war ein seltsamer, ruhiger Mann namens Melik. Mehr weiß er jedoch nicht. Kehrt mit dieser Information erneut zurück zu Bardas Alexton, der sich am Kathedralenplatz befindet. Nachdem ihr bei Bardas Alexton ankommt, kann er sich auch nicht erklären, wer dieser Melik ist. Jedoch schickt er euch zu einem Kontaktmann, der ihm noch einen Gefallen schuldig ist. Meister Matthias Shaw vom SI7. Laut Bardas hat Shaw seine Finger in den meisten zwielichtigen oder heimlichen Geschäften der Stadt. Wenn also jemand etwas weiß, dann er. Matthias Shaw befindet sich in der Kaserne in der Altstadt. Nachdem ihr bei Shaw ankommt, erzählt er euch, dass Melik lediglich ein Deckname ist. Die eigentliche Person hinter diesem Pseudonym ist ein Auftragsmörder. Melik ist Shaw auch unter dem Namen Marzon bekannt. Jene Person arbeitet derzeit für Lord Gregor Leskovar, einem korrupten Adligen der Stadt Stormwind. Da jedoch Leskovar ein Adliger ist, wird es schwierig sein, einen Richtspruch gegen ihn zu erwirken. Daher schickt euch Shaw zu einer weiteren Kontaktperson, die euch helfen könnte. Geht ins Handelsdistrikt von Stormwind und sucht Elling Trias. Diesen könnt ihr im Käseladen von Stormwind finden. Elling Trias erzählt euch, dass Leskovar und Marzon so schnell es geht erledigt werden müssen. Falls ihr also bereit seid, diese Aufgabe zu erledigen, solltet ihr euch ins Schloss von Stormwind schleichen und mit dem Gnomen-NPC Tyrion sprechen. Tyrion beobachtet Leskovar nämlich schon länger und kann euch dabei helfen, diese Aufgabe zu erledigen. Sobald ihr am Schloss angekommen seid, nehmt den ersten Gang links. Tyrion befindet sich am Garten hinter einem kleinen Gebüsch, relativ am Eingang. Als ihr mit Tyrion sprecht, sagt er euch, dass bevor er seinen Plan in die Tat umsetzen kann, er noch einige Dinge von euch braucht. Besorgt Tyrion etwas Seide und ein paar Äpfel. Seidenstoff bekommt ihr von den meisten humanoiden Zielen zwischen der Stufe 25 und 35. Die Äpfel bekommt ihr von Claras Hof, welches sich relativ in der Nähe außerhalb von Stormwind befindet. Sobald ihr mit den Materialien zurückkehrt, könnt ihr die Quest Der Angriff starten. Tyrion erzählt euch, dass er Marzon informiert hat, dass dieser und Leskovar sich bald wieder treffen müssen. Tyrion schickt außerdem seinen Spionagebot los, um Leskovar aus der Reserve zu locken, damit dieser die Wachen wegschicken kann, um sich mit jenem Marzon treffen zu können. Sobald die Wachen weg sind und ihr etwas über die Defiers mitbekommt, sollt ihr zuschlagen und Marzon und Leskovar erledigen. Bevor ihr den Angriff eröffnet, vergewissert euch, dass ihr einen Heiltrank dabei habt, da ihr alleine gegen zwei Mobs ankämpfen müsst, die zwischen Stufe 30 und 31 sind. Optional könnt ihr auch einen Freund um Hilfe bitten, der euch beim Kampf unterstützt. Sobald ihr auch diese Quest abgeschlossen habt, kehrt wieder zurück zu Elling Trias im Handelsdistrikt. Bei Elling Trias angekommen, bedankt er sich bei euch, da ihr geholfen habt, Stormwind von einer weiteren Bedrohung zu befreien. Elling Trias möchte, dass ihr zu Matthias Shaw geht und ihm Bericht erstattet, dass die Mission erledigt ist. Als ihr zu Matthias Shaw geht, bedankt auch dieser sich bei euch und erzählt euch, dass in eurer Abwesenheit Bardas Alexton vorbeikam und mit euch sprechen wollte. Nachdem ihr mit Shaw gesprochen habt, kehrt erneut zurück zu Bardas Alexton, um die finale Quest dieser langen Questreihe anzunehmen. Bei Bardas Alexton angekommen, sagt er euch, dass er einen Bericht der Defiers angefertigt hat. Er bittet euch, diesen Bericht dem König zu überbringen. Nachdem ihr die finale Quest, eine Audienz beim König, annehmt, macht euch erneut auf den Weg zum Schloss. Im Schloss angekommen seht ihr, dass nicht der König,
sondern Lady Catrana Prestor, die Empfängerin des Berichts und somit der NPC ist, bei dem ihr die Questreihe beenden könnt. Als Belohnung zur Vervollständigung dieser langen Questreihe bekommt ihr den Siegelring von Rin. Diese relativ lange Questreihe ist deshalb so besonders, da ihr am Ende nicht nur einen relativ guten Ring mit sehr nützlichen Stats bekommt, sondern auch die Tatsache, dass Spieler einen Geschmack für die Korruption und die Dynamik der Adligen in Stormwind bekommen. Beinahe alle NPCs, mit denen ihr interagiert, bitten euch um Diskretion. Shaw sagt auch am Ende, dass wenn er gefragt werden sollte, er euren Namen nicht erwähnen wird, da ihr es wart, der Leskovar getötet hat. Außerdem dient diese Questreihe als hervorragende Überleitung zur nächsten relativ langen Questreihe, nämlich der vermisste Diplomat. Da ihr anfangs beide Questreihen parallel abarbeiten könnt, die letztere jedoch von euch verlangt, dass ihr eine größere Reise antreten müsst. Nachdem ihr also der seltsame Besucher abgeschlossen habt, sorgt dafür, dass ihr die Questreihe der vermisste Diplomat beginnen könnt. Mehr dazu im nächsten Video.